Warum wollen eigentlich alle Rentner in die Krankenversicherung der Rentner? Einige kommen rein, einige kommen nicht rein. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wenn wir zum Beispiel einen Rentenantrag machen für einen Kunden, dann prüfen wir auch auf Wunsch noch ab, ob er oder sie die Anspruchsvoraussetzungen für die Aufnahme in die Krankenpflichtversicherung der Rentner erfüllt. Ich hatte das ja in einem Video mal erklärt, warum die Krankenversicherung der Rentner keine eigene Krankenkasse ist und auch keine dritte Säule der gesetzlichen Krankenversicherung ist, sondern eine Krankenpflichtversicherung für den Bereich der Krankenversicherung Kraft Gesetzes nach § 5 SGB 5. So ist die ganze Geschichte sozusagen ins Rollen gekommen. Und ich habe wiederum eine Anfrage bekommen, wo ich gefragt worden bin, ja, warum wollen denn da eigentlich alle rein in die Krankenversicherung der Rentner? Ja, das ist doch relativ einfach, meine Damen und Herren. Die Krankenversicherung der Rentner ist für diejenigen, die dort reinkommen, deutlich kostengünstiger als zum Beispiel eine freiwillige Krankenversicherung oder aber eine private Krankenversicherung. Denn bei der Krankenversicherung der Rentner zahlt die gesetzliche Rentenversicherung oder der zuständige Rententräger, der für Sie zuständig ist und der Ihnen Ihre Rente auszahlt, die Hälfte des Krankenversicherungsbeitrages und auch noch die Hälfte des Zusatzbeitrags. Sie bezahlen, also quasi wie ein Arbeitgeber, zahlt die gesetzliche Rentenversicherung 7,3% Krankenversicherungsbeitrag und aktuell, ich weiß jetzt nicht, wie hoch der Bund, also ich glaube 1,7% ist der Zusatzbeitrag davon, die Hälfte, 0,85% bundeseinheitlicher Zusatzbeitrag. Das ist das, was die deutsche Rentenversicherung an die Krankenkassen zahlt. Das ist richtig viel Geld, was die da zahlen. Und die andere Hälfte zahlen sie. Was sie in voller Höhe alleine zahlen müssen, ist der Pflegeversicherungsbeitrag. Da übernimmt die deutsche Rentenversicherung oder der zuständige Rentenversicherungsträger dann nichts. Und dann gibt es noch einen Grund, warum die Krankenversicherung der Rentner so günstig ist. Wer da drin ist, der bezahlt auf Miet- und Pachteinnahmen aus nicht gewerblicher Vermietung und Verpachtung keine Beiträge zur Krankenversicherung. Hingegen, wenn Sie freiwillig gesetzlich versichert wären oder sind in der gesetzlichen Krankenversicherung, müssen Sie bis zur Beitragsbemessungsgrenze hierauf Beiträge zahlen für auch das Gesamteinkommen. Und das kann dann richtig teuer werden. Sie wissen, im Jahr 2024 betragen oder beträgt der Gesamtbeitrag in der freiwilligen gesetzlichen Versicherung inklusive Pflegeversicherung über 1000 Euro schon im Monat. Das ist absoluter Wahnsinn. Das sind also richtig teure Preise, meine Damen und Herren. Und deshalb ist die Krankenpflichtversicherung der Rentner doch ein erstrebenswertes Modell, in dem man versucht oder wo man versuchen muss reinzukommen. Und ich kann wirklich nur allen empfehlen, bevor Sie einen Rentenantrag stellen, Rentenantrag stellen. Bitte prüfen, ob Sie am Tag des Rentenantrags die Anspruchsvoraussetzungen für die Krankenpflichtversicherung der Rentner erfüllen. Wenn das nämlich da nicht vorliegt am Tag des Rentenantrags, das ist nämlich das entscheidende Datum, dann sollten Sie sich vielleicht doch noch überlegen, ob Sie das Ganze nicht noch in die Zukunft verschieben, um in die Krankenversicherung der Rentner noch reinzukommen, indem Sie zum Beispiel noch weitere anrechenbare Anwartschaftszeiten dort für die 19. Belegung nachweisen können. Das wäre zum Beispiel machbar, sicherlich machbar, muss man aber auf jeden Fall ausrechnen, sollte man auch tatsächlich vorher prüfen. Also meine Damen und Herren, jetzt wissen Sie, warum so viele Leute in die Krankenversicherung der Rentner rein wollen, weil diese nämlich schlicht und ergreifend einfach günstiger ist als eine freiwillig gesetzliche Versicherung oder aber eine private Krankenversicherung. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.